Hey Leute, willkommen zu einem Video, das ich jetzt spontan mal mir ausgedacht habe. Ich zeige euch heute, wie ich meine Bilder bearbeite. Als allererstes arbeiten die mit Photor. Da habe ich nämlich dieses Bild habe ich mir gedownloadet. Und dann kann man hier Sachen, zum Beispiel Mosaik, Aufkleber, Text, Fokus, Bilder, Drehung und Klappen und bla 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 einfügen, Effekte. Und was ich immer mache, halt dann Text. Halt, dann hier haben wir dann mich. Also habe ich jetzt mein Banner erstellt. Gehen wir mal 50. Sie ist kleiner. Möglichst gerade noch. So. Dann tue ich neben den Controller. Dann drücke ich auf das Plus. Dann kommt noch ein Text und dann schreibe ich Clash Royale. Komma. Caillou and more. So, dann habe ich nämlich auch schon meinen unteren Text, den ich unter den Strich packe. Das muss auch relativ klein sein und relativ gerade. Ja, der ist gerade. So, dann haben wir hier nämlich ein Banner. So und fertig. Ne? Gut. Man kann natürlich auch noch dann hier Bilder einfügen. Zum Beispiel Galerie jetzt. Aus der Galerie kann man dann. Hier habe ich ja gerade viele Bilder schon. Packe ich einen Rahmen rein. Oder ähnliches, ne? Oder. Oh, was weiß ich. Man kann die Sachen reinpacken dann. Dann Drehung und Klappen. Drehst du seitlich. Kann man so seitlich dann drehen. Auch spiegeln. Seht ihr, dass man auch einmal von hinten sieht. So über Kopf drehen. Und halt auch zuschneiden, dass man hier das. Ja, bla, ich weiß, wie das geht. Hier nur, als so dann das Stück hat. Das Stück dann. Oder halt das ganze Bild. Man kann auch halt nur ein Stück haben. Einfach so ziehen. Final 1 zu 1, 3 zu 4, 16 zu 9. Oder wie auch immer ihr das haben wollt. Man kann natürlich dann noch einen Fokus drauf packen. Dass der Fokus auf hier liegt und das andere ein bisschen verschwommen ist. Genau hier der Fokus liegt und alles andere ein bisschen verschwommen ist. Oder wie auch immer ihr das wollt. Aufkleber halt auch. Hier Decoration, Love, Simple Pics. Kann ich noch einen Bus reinpacken. Dann ist hier noch so ein Bus. Aber das ist auch unnötig. Dann ein Mosaik. Und dann auch. Auch hier einfach verpixeln. Keine Ahnung. Ich hab das auch noch nicht so lange. Ja Leute, ich würde sagen, gleich zeige ich euch noch, wie ich mal das Thumbnail für dieses Video machen werde. Ja, wir sehen uns gleich. Ciao. Ja Leute, ich bin dann jetzt wieder drin. So, ich habe hier nämlich jetzt einen Photor-Sticker hier geholt. Und wo war der Foto? Pixart Bild. Das muss ich nicht mehr ausschneiden. So, dann habt ihr nämlich jetzt hier. Seht ihr das? Dann packe ich ein Plus. Also eigentlich. Also hier, man kann ja auch noch Sachen wegradieren, halt hier so zum Beispiel. Einfach das Plus wegradieren. Aber ich glaube, das will ja keiner. Kann man Deckkraftfarbe mischen und Strich. Und ich mache halt diese Schriftart. Und ja, dann Farbe Rot. Dann ein Strich in der Farbe Blau. Hat einfach einen Rand. Blau, so. Jetzt haben wir nämlich das und das.
Und dann schreibe ich noch drunter Tutorial, weil ich euch ja zeige, wie man das hier macht. Ich habe halt jetzt ein paar Sticker ausgeschnitten. Und zeige euch ja gerade, wie man ein Thumbnail macht. Also ist das sozusagen ein Tutorial für PixArt und Photoa. Dann packe ich wieder Farbe Rot. Wieder zum Strich. Farbe. Dann Blau. Dann die Dicke. Da habe ich gerade schon wieder eine Nachricht bekommen. Ist mir aber auch eigentlich egal. Da packe ich jetzt, da muss ich nämlich jetzt noch PixArt. Packe ich das. Noch mehr Nachrichten, Alter. Das fuckt ab. Immer wenn ich nur hier aufnehme, immer kriege ich Nachrichten. Ich habe hier PixArt. Der Farbe. Dann packe ich aber auch eine andere Farbe rein. PixArt, einfach nur Blau. Art. Und einmal Foto. Und Farbe Blau. So. Das ist wahrscheinlich das Thumbnail von dieser Folge. So. Sorry. Gesagt auch so. Ich muss es halt auch versuchen, so möglichst symmetrisch zu machen. So, das ist jetzt unser neues. Das ist das Thumbnail. Das Thumbnail für diese Folge. Ich teile es nicht auf Pixel, ich tue es in die Dropbox. Ja, Leute, wir haben jetzt. Ich habe euch gezeigt, wie man ein Banner erstellt. Und das hat auch die Maße für einen Banner. Und ich habe euch gezeigt, wie ich halt so ein Thumbnail mache. Für halt die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. @gamerselbst56. Ciao.